Dieses Bild habe ich vor circa 3 Wochen gemalt und das Video dazu hier auf meinem Kanal veröffentlicht und habe euch gefragt, was seht ihr, wie würdet ihr das Bild nennen? Und habe ganz viele Zuschriften von euch bekommen, nicht nur hier auf YouTube, sondern auf Instagram und Facebook. Und alle diese Vorschläge werde ich mit euch teilen am Ende des Videos und auch meine Entscheidung verkünden, wie ich denn letztendlich das Bild genannt habe. Jetzt geht es aber erstmal um ein neues Bild. Und dieses Mal habe ich keine Idee, was ich malen möchte. Und deswegen suche ich mir ein paar Farben aus, die mich hier gerade ansprechen. Das ist auch ein Tipp für dich. Wenn du gar keine Ideen hast, dann entscheide dich für 1 oder 2 Farben und beginne mit diesen Farben zu arbeiten, so wie ich das gerade mache. Ich setze die ersten Striche, Flecken, Linien und alles andere ergibt sich fast von ganz allein. Komme mit mir auf diese kreative Reise, lehne dich zurück, entspanne und genieße diesen Film. Und lass dich natürlich inspirieren. An dieser Stelle habe ich gemerkt, dass meine Farbe zu dunkel geworden ist. Ich habe dann versucht, das mit Wasser aufzulösen und zu verteilen und auch die weiße Farbe beigemischt, aber es hat alles nichts gebracht. Es wurde nur noch schlimmer irgendwie und dann dachte ich, okay, dann setze ich noch ein Schippchen drauf und mache das noch dunkler. Ich möchte euch dieses Werkzeug vorstellen. Das habe ich bisher noch nicht benutzt. Ich bin sehr gespannt auf die Wirkung und hoffe sehr, das bringt mir Hilfe und Lösung für mein Dilemma. Ich finde es gut, was ich da sehe. Ich gehe auch öftermals drüber, so dass da so komplexe Strukturen entstehen. Schau, wie das jetzt aussieht. Ich bin wirklich begeistert und habe nicht gedacht, dass das so tolle Effekte bringen wird. Das ist die Basis, die Grundlage und jetzt beginne ich mit der Ausarbeitung und versuche, das Motiv herauszuarbeiten und die Botschaft herauszufinden, die darin verborgen ist.
Mein Gedanke war, dass ich eine andere Farbe reinbringen möchte in mein Bild. Und diese zwei Kreiden habe ich ausgewählt, um das zu testen, ob mir das gefällt. Allerdings werde ich wahrscheinlich noch drüber nachdenken und eventuell diese Farben verändern. Schau, diese Strukturen, die durch die Rolle entstanden sind, die betone ich jetzt. Und durch diese Betonung bekommt mein Bild noch mehr Tiefe und dadurch noch mehr Ausdruckskraft. Da ist es, eine neue Kreide, eine neue Farbe. Ich glaube, das gefällt mir besser. Was ich festgestellt habe, dass Kontraste nicht immer gut sind und gerade an dieser Stelle wollte ich weniger Kontraste haben. Ich habe im ganzen Bild die starken Kontraste wieder weggemacht, weil ja, das war halt so ein, auch wieder einfach ein Impuls und ich suche auch nicht immer nach einer Erklärung. Es ist irgendwo intuitiv kommt es zu mir und dann mache ich das und denke, das wird schon seinen Sinn haben, warum das zu mir kam und warum ich das verändern müsste. Hier, wo ich das Auge angesetzt habe, kann ich mir vorstellen, dass eine oder andere von euch denkt, warum da, warum dann an der Stelle, warum nicht da weiter unterhalb, wo das weiße Fleck schon sichtbar ist und vielleicht genau deswegen, um euch zu verwirren. Ich weiß es nicht, ich wollte einfach das Ganze nicht zu sehr proportional machen. Es soll eine Bewegung, ein Spiel und ja, das Unperfekte ist sichtbar sein. Ich sehe da auch wirklich jetzt das Thema und ich habe mich auch festgelegt, das würde ich als besinne dich auf Langsamkeit nennen oder hör auf zu laufen, bleib stehen und schau dich um, wie wundervoll die Welt ist. Und in der Hektik vergessen wir, diese Schönheit wahrzunehmen. Und dabei entgeht uns
Ich denke, das Wichtigste im Leben, der Moment, das Jetzt. Ich nenne das Bild Catch Me If You Can. Das ist der Schmetterling, den das Mädchen jagt. Und der Schmetterling stellt den jetzigen Moment dar. Der Moment, in dem wir eigentlich leben. Nicht in Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern genau jetzt. Mein Bild ist fertig. Jetzt zeige ich dir noch diese Nahaufnahme und die ganzen Strukturen und gehe dann über zu dem Bild von der vorletzten Woche, wo ich euch gefragt habe, wie ich das nennen soll. Das ist das Bild. Und das sind eure Vorschläge. Und der Gewinner ist Bababam. Die nackte Wahrheit. Danke sehr an Christine und danke sehr an euch alle, die mir geschrieben haben, die ihre Ideen mit uns geteilt haben. Ihr seid alle großartig und eure Ideen sind so wundervoll, treffend, bezaubernd, wirklich toll, herzlichen Dank dafür. Wünschst du dir noch mehr Inspiration und gute Laune-Momente, dann folge mir und abonniere meinen Kanal, damit du keine Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke, dass du hier bist.